Hallo zusammen und willkommen. Vancouver in Kanada erleidet gerade einen massiven Ausbruch von Masern. Allein im Februar wurden 9 neue Erkrankungen festgestellt. Bei den Erkrankten handelt es sich vor allem um Schulkinder, deren Eltern, Lehrer und weitere Angestellte der Schulen. Die erste Erkrankung wurde bei Schulkindern in einer französischen Sprachschule festgestellt. Masern sind eine hoch ansteckende Krankheit und werden über die Atemwege übertragen. Symptome sind unter anderem Fieber, Schmerzen, Husten, geschwollene Lymphknoten und entzündete Augen. Das verräterischste Symptom ist allerdings der rote, fleckige Hautausschlag. Erste Symptome treten meist 10 bis 14 Tage nach der Ansteckung auf. Wahrscheinlicher Auslöser der Krankheitswelle in Vancouver ist der Sohn von Emmanuel, Bilodau. Wie der Vater einem Nachrichtenmagazin mitteilte, erkrankte sein Sohn vor kurzem während einer Reise nach Vietnam an Masern. Der 11-jährige Junge brachte die Masern höchstwahrscheinlich mit nach Kanada und steckte dann andere Kinder an, die im selben Schulbus mit ihm zur Schule fuhren. Bevor die Familie ihre Reise nach Asien antrat, sei der Vater mit seinen Kindern beim Arzt gewesen und habe sie impfen lassen. Allerdings war es keine Impfung gegen Masern, sondern andere empfohlene Reiseimpfungen. Auf dem Heimflug von Vietnam nach Kanada habe der Junge sich dann unwohl gefühlt und unter anderem über Fieber geklagt. Der Vater brachte seinen Sohn gleich nach ihrer Ankunft in Vancouver in ein Krankenhaus. Obwohl die Ärzte sich im Klaren darüber waren, dass das Kind nicht gegen Masern geimpft war, gingen sie zunächst nicht von Masern aus. Ihr erster Verdacht lautete Malaria oder eine schwere Grippe. Das Krankenhaus, in dem Emmanuels Sohn nun in Behandlung ist, hat den Verdacht auf Masern inzwischen bestätigt. Seine beiden anderen Kinder warteten derzeit noch auf die Ergebnisse ihrer Bluttests. Nun fragt man sich, weshalb der Junge nicht gegen Masern geimpft wurde, was in Kanada durchaus üblich ist. Emmanuel erklärt, dass er keines seiner 3 Kinder habe impfen lassen. Als Grund gab er an, er habe Angst gehabt, die Impfungen könnten Autismus auslösen. Er erklärte, vor ca. 12 Jahren habe es eine große Diskussion um den Impfstoff gegeben und daher hätten seine Ex-Frau und er sich dazu entschlossen, die Impfung nicht durchführen zu lassen. Auslöser dieser Diskussion war übrigens ein in einer medizinischen Zeitschrift veröffentlichter Artikel, in dem es um die gesundheitliche Entwicklung von Kindern nach der Impfung gegen Masern ging. Bei einem der Kinder wurde in der Zeit nach der Impfung Autismus diagnostiziert. An der entsprechenden Studie waren damals allerdings nur 12 Kinder beteiligt. Heute weiß Familienvater Emmanuel, dass es sich bei dem Gerücht, es gebe einen Zusammenhang zwischen einer Masernimpfung und Autismus, tatsächlich nur um einen Mythos handelt. Entstehen konnte dieses Gerücht, da Autismus häufig bei Kindern zwischen 18 Monaten und 2 Jahren festgestellt wird, zur gleichen Zeit, in der die meisten Kinder gegen Masern geimpft werden. Dass Autismus durch einen Impfstoff gegen Masern ausgelöst werden kann, ist tatsächlich nur ein Gerücht. Nicht gegen Masern geimpft zu sein, kann hingegen zu schweren Folgeerkrankungen führen. Hierzu zählen unter anderem irreparable Hirnschäden. Im schlimmsten Fall kann eine Masernerkrankung sogar zum Tod führen. Auch weitere Erkrankungen, die durch eine Impfung leicht vermieden werden können, können schlimme Folgen haben. So kann Mumps zum Beispiel Entzündung der Hirnhaut oder des Rückenmarks auslösen. Röteln sind vor allem für schwangere Frauen gefährlich. Sie können zu Fehlgeburten und bei den ungeborenen Babys zu lebenslangen Schäden führen. Die Masern sind derzeit wieder auf dem Vormarsch. Die Zahl der Neuerkrankungen hat sich in den vergangenen Jahren bereits verdoppelt. Betroffen sind vor allem asiatische Länder wie zum Beispiel die Philippinen. In Europa ist die Ukraine das Land, welches 2018 die meisten Neuansteckungen registrierte. Wer noch nicht gegen Masern geimpft ist, sollte die Impfung so schnell wie möglich durchführen lassen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.